ich hab euch ja gar nicht kommen sehen. Willkommen auf meiner Show. Mein Name ist Anders Unwichtig und ich erforsche die Mysterien der Welt. Heute beschäftigen wir uns mit Mysterium 69, dem Yeti. Mir wurde nämlich von meinem äußerst seriösen Informanten gemeldet, dass sich hier in dieser Gegend ein Yeti aufhalten soll. Und Zukunftsmaxi, bitte sehen Sie das Haus da hinten, das wäre sehr nett. Okay. Also, machen wir uns auf die Socken! Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks, er wartet tagelang und oft passiert da nichts. Aber dann muss er ran, anders und die Mysterien, anders und die Mysterien, anders und die Mysterien der Welt, anders und die Mysterien, anders und die Mysterien. Anders und die Mysterien der Welt. Anders. Guten Tag, Rüdiger. Was haben Sie eigentlich für einen Doktortitel? Was ich für einen Doktortitel habe? Ja, ich habe einen Doktortitel in Fossilien einbuddeln, damit es andere finden können. Kochsalz in der eigenen Küche studieren und natürlich Geisterjager. Was erwartest du denn von mir? Rüdiger, riechst du das? Was denn? Diesen Geruch! Nein! Na, jaut! Ja, das ist weitergegangen. Sie sind mir mal einer. Und du riechst das Ziel, um den Yeti zu suchen? Der Spieserberg da oben. Dafür brauchen wir natürlich mein Equipment. Simsalabim! Oh, ja, ich sehe. Mein Spitzhack. Die hat das auch da. Das ist ganz schön anstrengend, Rüdiger. Aber ohne die Spitzhack würde ich die halbe hoch schaffen. Bleib in die Ober! Ein Glück, dass ich meine professionelle Skibrille aufhatte! Jetzt kam wieder. Scheiße, mein Pickaxe. Eine Ewigkeit später. Oh, endlich hier oben. Oh, ein Glück. Wie ist das? Yeti-Spuren. Oh mein Gott. Sie führen. Nach da oben! Rüdiger, komm! Das da hinten. Rüdiger, du bleibst hier. Wenn irgendetwas passiert, dann sag meinen Kindern, dass ich sie lieb hab. Wir müssen rennen! Wir müssen rennen! Der Yeti! Er fällt uns her! Da renne ich selbst nicht runter! Hä? Ich filme dich ja von unten, ich renne hier nicht runter! We'll be right back.
warte mal. Simsalabim! Eine richtig wilde Verfolgungsjagd später. Und was haben wir daraus gelernt? Niemand legt sich mit anders unwichtig an. Und wir haben mal wieder ein Mysterium der Welt gelöst. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir nächstes Mal das Loch Ness Monster finden. Ja, ich sollte mal wieder neue Munition kaufen. Ciao!